Willkommen zurück bei Das Schwarze Auge Satyrs Ketten. Wieder mit Sound. Jo, gut. Letzte Folge war ja etwas kürzer und da mussten wir ja gucken, was der Harm so als Lieblingsgetränk hat. Und was er für ein Lieblingstier hat, aber irgendwie keiner weiß das so richtig. Achso, ich wollte ja mit dem Fährmann noch quatschen, ob der weiß. Fährmann? Huh? Was der Olle für... Leihst du mir deine Angel? Für ein Dings hat. Ja, Lieblingstier hat. Überfahrt zum Sumpf. Warte hier auf uns. Ich muss noch unseren Kompass besorgen. Kompass brauche er auch noch. Ja. Kompass braucht er auch. Ja, das hilft uns nichts, weil der fragt ja nach dem Tier. Hey, hey, hey. Immer langsam. Harm muss die Nachricht sofort erhalten. Beruf, Lieblingstier, Wein. Also, was ist Harms Profession? Ja, das haben wir ja schon mal beantwortet. Warum muss Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Sehr gut. Nächste Frage. Ja. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Das Geld. Harm liebt Geld. Ja, ja, ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Kann Arauken nicht mal seine Boten ordentlich einweisen? Verschwinde, Rotznase. Und lern, wie man als ehrbarer Schmuggler zu reden hat. Ja, wo lerne ich denn sowas? Ehrbarer Schmuggler. Nuri. Sag mal, Nuri... ins Badehaus schicken. Nee, du bleibst. Ich bin gleich zurück. Du bleibst hier im Regen stehen. Zu dem Lachsmensch da schicke ich dich nicht. Zumindest mal vorübergehend nicht. Eventuell muss ich halt, aber. Solange es sich irgendwie vermeiden lässt, lassen wir das. Brauchst du was? Ja, ich brauche einen Schmuggler. Schmugglersprache. Kennst du dich auch mit der Schmugglersprache aus? Ja, sicher. Kannst du mir ein paar Wörter beibringen? Warum nicht? Aber du musst vorher eine Kleinigkeit für mich erledigen. Oh Gott. Ja. Zu erledigen, die Kleinigkeit. Was muss ich tun? Mir bereitet ein kleines Rätsel Kopfschmerzen. Harm und seine Leute machen mit ihrem Schmugglergeschäft einen Haufen Geld. Aber es scheint einfach keinen Umschlagplatz zu geben, an dem das ganze Zeug gelagert wird. Natürlich muss es einen geheimen Platz geben. Und da komme ich ins Spiel. Niemand kennt dich. Du kannst dich freier bewegen. Also finde den Platz. Es muss ein Lager oder etwas Ähnliches mit einem geheimen Zugang sein. Na gut. Moment, das ist noch nicht alles. Auf diesem Umschlagplatz muss es eine Walbeinschnitzerei in Form eines Krakenmolchs geben, die Schmuggler den Walfängern gestohlen haben. Diese Schnitzerei will ich haben. Okay, wo das ist, weiß ich, aber ich weiß nicht, wie ich rankomme. Was willst du eigentlich mit dieser Schnitzerei? Das ist meine Sache. Du bringst sie mir einfach. Verstanden? Ja, okay. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Ja, die Schnitzerei, das wissen wir ja, aber... Eisenring. Okay. Ein verwaister Eisenring zum Henker. Dieser Nordhimmel macht mich noch ganz melancholisch. Ja, dann guck halt nicht nach oben. Nimm den Eisenring mit. Hier werden Schiffe verteut. Ja und? Nimm trotzdem hier werden mit. Schiffe verteut. Muss doch für irgendwas gut sein, das Ding. Hier, mach einen Haken dran. Dann häng den Eimer dran. Zu viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. Ich habe aber keine Ahnung, was es bringt. Leer. Na, dürfte aber fast nicht sein. So, wenn ich jetzt noch das Handtuch da reinlegen kann, ist... Zum Glück leide ich nicht unter Reinlichkeitswahn. Gott sei Dank.
Ich hab schon gedacht, ich müsste jetzt da noch das Handtuch reinlegen. Oh Gott. Brauche ich vielleicht noch. Okay, alles klar. Brauchen wir vielleicht noch. Können wir den Hasen da reinlegen? Ich bin etwas ideenlos. Alter, du hast da irgendeinen Ring und einen Haken, einen Eimer kombiniert und ich habe keine Ahnung wozu. Können wir da die Hängematte reinhängen? Keine Zeit für Experimente. Ja, aber so einen Eimer mal hinhängen. Okay, was wollte ich denn jetzt hier? Den Umschlagplatz. Ja, da rein brauche ich ja nicht. Die Schmugglersprache bekomme ich ja irgendwie hier beigebracht. Aber wie komme ich an das komische Dingen? Fisch haben wir... Gehen wir nochmal hier ans Heck vom Schiff. Komm, dahin. So, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas sehen. Ja, ein Loch. Das Schiff scheint schon einige Kämpfe gesehen zu haben. Oder es verrottet einfach so vor sich hin. Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hineinfliegen und etwas stehlen. Tja, keine Ahnung. Musst du sie fragen? Okay, also das Loch hilft nicht weiter. Mit ihm müssen wir dann halt quatschen. Sehr wahrscheinlich bekommen wir den Kompass. Können wir da drin irgendwie klauen? Aber zuerst mal muss ich halt diesen komischen... Krakenmolch da runterkriegen, da, die da. Oh, haben wir hier noch irgendwas? Fass, Zapfhahn. Und anderer Kram. So, können wir mit dem Hering hier den Krakenmolch runterwerfen? Wie komme ich darauf? Wäre jetzt die erstbeste Möglichkeit. Oder mit dem Hasen. Ich werfe einfach danach. Nein. Am Ende bricht er sich noch einen seiner Arme. Können wir dann die Wasserpfeife? Mein Kopf ist leer. Mist. Die Katze. Ich weiß nicht. Die Idee war doch ganz gut, Geron. Wirf einfach irgendwas anderes. Ach halt, vielleicht. Moment. Aber hier haben wir noch nichts zum Spannen. Also er würde. Aber wir haben nichts zum Spannen. Oder habe ich jetzt hier einfach den Zapfen hier rausgezogen und habe jetzt hier die Quest hier kaputt gemacht? Nicht, dass sowas hier ist. Dann halte ich aber gar nichts hier aus. Aber wieso? Ich brauche jetzt hier irgendwas, um eventuell das Netz hier zu spannen. Wäre jetzt meine Meinung. Deswegen, ich spanne so ein Netz hier drunter, pfeffer den Hasen an den Molch und der Molch fällt dann ins Netz rein. Und dann wäre gut, aber... Aber ich habe halt nichts, um das Netz zu befestigen. Damit reiße ich noch das ganze Regal um. Ja, mach halt. Hier mit dem Handtuch willst du ja auch nicht polieren. Warum ist immer alles unerreichbar? So hoch ist es doch gar nicht eigentlich. Soll sich mal nicht so anstellen. Wozu haben wir den Hering? Können wir den Hering hier reinpömpeln? Das muss ein Krakenmolch sein. Irgendetwas an dieser Figur ist unheimlich.
Können wir hier irgendwie irgendwo hin? Nee. Können auch nichts drehen, klicken, machen, tun. So weit weg. Er probiert's ja noch nicht mal. Könnte doch mal hier probieren. Einfach unten stehen zu bleiben und zu sagen, oh, zu weit weg. Das ist echt billig von dir, Geron. Ja. So, also ich muss an das Vieh da ran. Der wollte den Hasen ja nicht haben, ne? Der hier muss dir doch eine Überfahrt wert sein. Nicht Überfahrt. Bei Muri hier willst du einen Hasen haben. Glaubst du, dieses Monster hat ihn versteinert? Offenbar macht jemand ein gutes Geschäft damit. Wir das wieder ganz machen? Tod ist tot. Das ist keine Hilfe. So wird das nichts. Mir fällt dazu nichts ein. Ja, mir auch nicht. Ich probiere ja jetzt hier alles nur durch. Also ganz können wir nichts machen. Können wir... Die Hängematte können wir bestimmt zerschneiden. In einem Stück wäre es nützlicher. Handtuch zerschneiden? In einem Stück wäre es nützlicher. Den Fisch zerschneiden? Ugh. Viel besser. Die Gräten stinken auch nicht so erbärmlich. Fischgräten? Was will ich denn mit Fischgräten? Komm mal. So schwer kann Fischefang nicht sein. Bestimmt leichter als Vogelfang. Können wir diese Fischgräten da in unseren lustigen Eimer geben? Brauche ich noch. Ja, aber für was? Leer. Ach komm, der hing doch jetzt schon die ganze Zeit da. Da muss doch jetzt zumindest mal ein bisschen was drin sein. Wozu brauche ich Fischgräten? Das Fleisch haben wir weggeschmissen. Auch gut. Fischgräten. Hier, Betrunkener. Eine Fischgräte. Brauche ich noch. Ja, dann sag auch wozu. Nee, zu denen gehe ich jetzt nicht rein. Ich wüsste jetzt auch nicht, was die mit Fischgräten machen wollen. Oder? Na komm. Fragen wir mal hier den Bademeister, ob der Fischgräten haben will. Manchmal vermisse ich die Zeit meiner Jugendstreiche. Will sie... Kann sie in den Arsch schieben? Nee, da steckt schon der Hase drin. Gehört mir nicht, Kindchen. Ach, Gottchen. Gut. Ich denke mal, hier die Ecke ist abgeklappert. Da passiert nicht so viel. Ja, wozu brauche ich jetzt Fischgräten? Kann ich mit den Fischgräten, da hinten bei dem Molch irgendwie was machen. Kann ich das da jetzt... Nein. Kann ich es ins Das ins Fass bringt legen? Nichts. An den Zapfen. Das führt zu nichts.
bin echt so langsam überfragt. Vor allen Dingen, warum ich Fischgräten brauche. Ich weiß es halt nicht. Mit einem Fisch hätten wir ja vielleicht irgendwie eine Möwe anlocken können oder sonst irgendwie was. Aber mit einer Fischgräte, was will ich denn damit? So schwer kann Fischefang nicht sein. Bestimmt leichter als Vogelfang. Ja, und was will er mir damit sagen? Irgendwas hat's doch dann damit auf sich. Aber den Hasen. Keine hier. Zeit für Experimente. Handtuch. Mein Kopf ist leer. Mist. Können was anzünden. Gebratener Fisches Nostria-Fraß. Ja und? Können wir das wieder zusammenstückeln? Keine Zeit für sowas. Tja. Keine Ahnung. Also das Versteck haben wir gefunden, nur wir kommen da nicht ran. Können wir mit dem Typen da nochmal quatschen, dass wir es gefunden haben, aber nicht an den Molch rankommen? Wobei ich da sehr vorsichtig wäre, hier irgend so einem Typen in einer dunklen Gasse zu sagen, man käme an den Molch nicht ran. Brauchst du was? Ja, ich komme an den Molch nicht ran. Was willst du eigentlich mit dieser Schnitzerei? Ja, das ist meine Sache. Du bringst sie mir einfach. Ja, ja, ist klar. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Ja, 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 ja. Kommen wir nicht rein. Da haben wir aus unerfindlichen Gründen einen Eimer hingehängt und ja. Können wir da Wasser reinmachen? Wieso haben wir überhaupt den Kram immer noch? Verschwendung. Ja, du hast das Wasser die ganze Zeit noch nicht gebraucht. Das haben wir für teuer Geld gekauft, aber noch nicht in Verwendung gehabt. Deswegen, das Wasser ist bestimmt eh schon irgendwie Schal oder Gott weiß was. Handtuch. Tja. Können wir ihn hier... Behalte ich selbst. Toll. Handtuch anbieten. Brauche ich noch. Dann sag auch wozu. Fischgräte. Behalte ich selbst. Können wir den einmal wieder mitnehmen. Haken mitnehmen. Ein verwaister Eisenring zum Henker. Dieser Nordhimmel macht mich noch ganz melancholisch. Ja, ja, bla bla. So, können wir die Fischgräte in den Eimer legen? Wir stehlen uns ein Boot und lassen uns als Fischer nieder und hoffen, dass der Seher uns nicht findet. Handtuch und Eimer. Windling würde sich die Haare raufen. Ach, soll er doch. Jetzt eh hinter sich. Mein Kopf ist leer. Mist. An solchen Haken hängen die Nostria angeblich ihre Salzarelen zum Ausdünsten auf. Ja, ja. Zumindest konnten wir wieder alles mitnehmen. Auch wenn sich mir der Sinn noch nicht so ganz erschließt. Nuri, hast du eine Idee? Sag mal, Nuri. Nee. Bin gleich zurück. Nö und Doppelnö.
Gut. Dann werde ich wohl hier an der Stelle Schluss machen. Und dann eventuell dann tatsächlich mal irgendwie in der Hilfe nachgucken, weil nicht, dass hier tatsächlich was mit diesem blöden Holzstück was los ist, was ich nirgendwo mehr auffinden kann. Und was es halt mit der Fischgräte auf sich hat. Weil mir fällt nämlich jetzt hier absolut gar nichts mehr ein, was ich noch irgendwie machen könnte. Außer halt nochmal den Eimer da hinten hinzuhängen, aber das bringt ja auch nichts. Ich brauche ja diese Schnitzerei, um hier die Sprache der Schmuggler zu lernen, damit ich dem Typen da auf dem Schiff mal eine anständige Antwort geben kann, um dann dort eventuell den Kompass zu klauen, um von hier wegzukommen. Alles sehr kompliziert. Okay. Dann würde ich sagen, ich mach Schluss und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich habe ich dann irgendwie eine Eingebung oder eine Lösung parat. Bis dann.